Also keine Ahnung, was das jetzt ist. Das ist ein Goldfuzzi. Aha, Goldfuzzi also. Putzi mit Goldfarben, Borsten sind sehr selten. Es ist unglaublich, was für ein Monster man hier so begegnet. Maximal KP 10, Angriffskraft 1. Ach. 10! So, was macht man gegen den? Der Block gibt 2. Feuerblume gibt 3. Aber sehen wir es mal 5. Jetzt hilft eigentlich nichts hier. Hä? Ich dachte, Gombina ist ja erst dran. Ach, scheiß drauf. Also, da werden wir wohl noch eine einsetzen müssen. Der ist stark, der Kampf fängt gerade erst an. Ja, das merkst du. Nein! Ja, ist das. Was passiert hier? Also, aber sowas von. Einfach alles, was wir haben. Feuerblume. Ist nicht. Ja, ach du Heiliger. Das hier ist wirklich belastend. So. Das Ding hat es noch 4. Wir können es natürlich sehr wissen, wenn ich einfach auch eine Feuerblume einsetze, weil der Wurmsblock gibt es halt nur 2. Der Feuerblume macht halt viel, viel mehr. So. Und jetzt geht es wahrscheinlich sogar auch ohne Feuerblume. Also die nehmen müssen wir alle weg, fast alle. Wenn ich dann herkomme mit meinem Hammer. Ah, das hätte man irgendwie anders strategisch sinnvoller anstellen können. Ich wusste nicht, dass das so endet am Ende des Tages. Das ist ein bisschen blöde. Ja, komm, ich will jetzt einfach nur noch loswerden. Ich bin jetzt auch eigentlich komplett wurscht. Möge einfach alles jetzt zerputzeln, was noch irgendwie da ist. Danke. Ich hätte es eigentlich das letzte Mal haben wollen. Aber egal, jetzt haben wir es halt so. Passt dann auch. Gut, da muss jetzt viel eingesetzt werden, aber es hilft nichts. Und wir level up. Jawoll. Schön. Ja, dann machen wir auf jeden Fall. Ich brauche mehr Leben. Und da werden sie Leben auch gleich wieder aufgefüllt. So, will man es haben. Sehr gut. Also Leben sind wirklich das Wichtigste. Da habt am besten gern. Also, Fuzzi, Fuzzi, oh no. Ja, jetzt geht's mal alles schon weg, ihr blöden Fuzzis. Keiner mag euch. Also einfach nur weg, weg, weg. Und wir gehen einfach ganz schnell wieder hoch, weil ich habe keinen Bock auf die Dinger mehr. Und wir speichern auf jeden Fall erstmal. Eieiei. So, jetzt müssen wir aber vor allem erstmal die Röhre finden, ne? Dem gefunden haben, sollten wir durch eine geheime Röhre gelangen. Du sag mal, als wir Seluka zum ersten Mal sahen, fielen dir doch auch das Sonnen- und Mondsymbol auf. Ich weiß nicht, wo es geben soll. Aber wir haben eine Mail bekommen. Die lesen wir doch das erste Mal. Ja, ich hab doch Plus gedrückt. Also Plus drücken und Mails lesen und du findest deine Mails auch im Menü unter Mail Receiver. Es soll auch Leute geben, die Menüs mögen. Okay. Wo läuft die Reise, Mario? Das ist ja sehr aufregend. Nee, da kannst du auch mal LP anschauen. Ist alles auf YouTube, ne? Immer werden die bekannten Mails wie diese schreiben. Also bekannt werden Mails schreiben, ist die Mails bekannt. Du solltest sie dann auch immer lesen. Das lese ich aus Prinzip nie E-Mails. Ich wünsche dir viel Erfolg und freue mich auf deine Berichte von Stereo-Wählen. Wenigstens gibt es jetzt E-Mails, das sind keine Briefe mehr.
als wir in irgendein Jahr 2023 angekommen. Ja, ich habe keine Ahnung, wo es jetzt den blöden Schlüssel gibt. Es musste aber nicht sein, zwangsweise, dass es irgendwo hier unten ist, ne? Ein Hotelgutschein gefunden. Der Hotelgutschein für Nacht und Torthaus. Das ist sehr wild, heißt, wir können einmal einfach gratis übernachten. Den nehme ich doch sehr gern an. Und ich hab's. Zumindest irgendein Gefühl, dass wir hier richtig sind. Also Gefühl kann halt auch einfach komplett falsch sein. Und jawohl, da habe ich den ersten Griff gemacht. Dann gehen wir in dem Fall drauf ein. Auf den Zwischenkampf. Jo. Dann machen wir mit dem Hammer komplett Bulle. Das Ding ist weg. So, die Dinger sind dann ja wirklich sehr, sehr einfach im Vergleich zu den anderen, die wir jetzt vorhin hatten. Unten, die waren ja wirklich Und das ist die Sublade. Gut, hier wollte ich mich eigentlich blocken. Ich habe jetzt ein bisschen verkackt, aber ist auch wurscht. Den müssen wir so leider springen, aber es macht dann nichts. Das bekommen wir auch hin. Und jawohl, der ist weg. Sehr schön. Das gibt wieder Punkte, die wir auch unbedingt brauchen. Super duper. So, zieht's für uns. Oh ja, das müssen wir alles einsammeln. Ganz, ganz wichtig. Ja, komm, die Münze nehmen wir auch noch. Müsste eh wichtig, weil wir dieses damit auch wieder neue Sachen kaufen werden, wollen, tun, was auch immer. Ich will Sachen, neue Items kaufen. Aber irgendwie weiß ich gar nicht, ob das mal so intelligent war, hier rauszugehen. Wo war denn dieser Logard? Was ist Israel das Ästnis? So, ich würde jetzt einfach mal vom Sinn her einfach mal wieder zurückgehen. Und zwar ganz zurückgehen zu dem guten Bürgermeister und einfach mal ihm den Schlüssel übergeben. Und dann schauen wir mal weiter, wie es da angehend weitergeht. Das wäre jetzt mal so das in meinen Augen sinnigste gewesen. Aber wir haben erst wieder eine Mail bekommen. Willkommen bei Rat. Hallo Mario, danke für deine Registrierung bei Rohlings Auskunftsdienst, abgekürzt Rat. Hab mir das eigentlich nichts eingeschrieben. Immer die E-Mails, die man bekommt, für Sachen, wo niemand gar nichts eingeschrieben hat, Mensch. Also, kann ich erst nachvollziehen. Also, das ist höchste Fresse. Also, danke für deine Registrierung, bla bla bla. Du wurdest angemeldet von unserem Mitglied von Professor Gumbart. Okay. Freue dich auf regelmäßige Mails mit wertvollen Informationen. Okay. Gut, gut, gut. Wir wollen aber erstmal zum Bürgermeister. Hallöchen. Gut gemacht, Manivo. Du hast den Sonnenschlüssel und den Mondschlüssel gefunden. Als nächstes musst du die geheime Röhre suchen, die Solongrads Burg führt. Also los, Manivo, geh unterlege die tyrannische Lohngard. Okay, dann müssen wir also jetzt wohl die Röhre suchen gehen. So. Dann schauen wir mal auf jeden Fall, dass wir das wieder finden, weil ich glaube, da ging es ein bisschen in diese Richtung. Wir speisen auf jeden Fall erstmal und holen uns auf jeden Fall nochmal ein paar Items zuerst, weil Items, die können wir immer gut gebrauchen. Man weiß ja nie, was uns früher oder später alles erwarten wird. Deswegen holen wir uns auf jeden Fall nochmal einen guten Powerblock. Jawohl, einen nehmen wir uns mal. Und da wollen wir auf jeden Fall auch nochmal schauen, was wir noch in unserem guten Lager haben. Weil da haben wir auch noch einiges, denke ich, was wir abholen können aus dem Lager. Bis jedenfalls mal ein Pilz. Machen wir mal einen Powerblock. Einen lassen wir mal hier im Lager. Jetzt will ich mal schauen, wie es bei mir. Nee, ist ja egal. Ach, ich drücke immer X, aber muss das Plus drücken. Das gibt es erst nicht. Sollen wir jetzt auf Orden gehen? Nee, auf Team. Tasse. So. Powerblock haben wir jetzt 1, 2, 3, 4. Brauchen auf jeden Fall nochmal Feuerblume. Davon machen wir auf jeden Fall nochmal eine. Aber wir müssen nochmal eine, für meine nicht zu sein. Aber wir müssen nochmal ein Feuer. Eine, oh, gut. Das ist gut. Dann nehmen wir auf jeden Fall nochmal so einen Powerblock. Okay, und dann lassen wir es erst einmal dem. So soll es sein. Damit sind wir gut genug ausgestattet. Sperren wir jetzt nochmal den Speiser-Button. Banne.
So. Wen haben wir hier? Mario, nicht wahr? Richtig, du warst doch super da, ne? Also, ich habe hier gewartet, damit, also, ich wollte dir nämlich erzählen, eigentlich, ich wollte, darf es mit dir zusammen gegen Lorgard kämpfen? Wieso das denn? Weil nämlich mein Vater, er hat uns damals verlassen, um Lorgard zu bekämpfen. Aber er ist niemals zurückgekehrt. Oh nein. Aber das ist nicht der Grund, warum ich diesen Drachen besiegen will. Oder naja, höchstens ein ganz kleines bisschen. Mein Vater hat alles für ihn gegeben, Lorgard gekämpft. Ich will auch so mutig sein. Okay. Alle halten mich nämlich für einen Verlierer. Aber wenn ich dir mit dem Drachen besiege, dann werde ich so stark wie mein Papa. Ich weiß, es ist gefährlich, aber bitte nimm es mit. Ja, okay, dann komm halt mit. Ehrlich, danke Mario. Vielen, vielen Dank. Unterstützung kann man es immer gebrauchen. Kuppi gehört in unserem Team. Schön. Kuppi hat folgende Fähigkeiten. Drücke X, um ihn in seinen Panzer loszuschießen. Cool. So kann er dann mit Hilfe seines Panzers weit entfernt Items erreichen. Ah, drücke X, um ihn loszuschießen. Ja, cool. Hältst du X gedrückt, bleibt er, wohin du ihn getreten hast. Löste X, dann tritt Koopas Dinge, die hinter Mario sind. Okay. Cool. Muss mir merken, dass es damit geht. Du kannst Mario auch bewegen, während Koopio in seiner Position verstarrt. So kannst du Salter auch aus größerer Entfernung betätigen. Okay. gut. Merkt ihr, hat X gedrückt, damit Koopio auf seiner Position bleibt, damit endliche Einführung. Ja, das kriege ich hin. Es passt. Gut. Im Kampf verwendet Koopio den Panzer gegen einen Gegner am Boden oder er tritt alle Gegner am Boden mit einem Powerpanzer. Willst du das Team ändern, drücke Plus und wähle die Option Team im Menü. Okay. Gut. Also Mario, auf gute Zusammenarbeit. Ach, jetzt sind wir mit ihm unterwegs. Statt mit Koopio. Koopine. Hast du uns gehört? Koopio, du willst wirklich gegen den Lorgard kämpfen. Aber das ist doch, du bist doch nur ein träger kleiner Koopa. Und du bist viel zu ungeschickt, um gegen einen Drachen zu kämpfen. Es ist Wahnsinn. Nein, Koopine. Ich werde ein erster Mann. Auch für dich. Und deshalb... Ein erster Mann, ach was. Davon musst du dich doch nicht in Gefahr begeben. Du bist zwar etwas ganz hart und leicht angeschnappt, aber ich lieb dich doch. Jedenfalls kannst du bleiben, wie du bist, Koopio. Bitte geh es. Aber nein, ich hab mich nur mal dafür entschieden. Mach dir keine Sorgen, Mario ist das Lied bei mir. Koopio, Dummkopf. Ah. Koopio, bitte. Koopine, ich werde dich ganz sicher als erster Mann heimkehren. Ach Mario, auf zu Lorgardsburg. Das war ein gewagter Schritt. Aber wir haben es wieder eine Mail. Hilfreise Knöpfe, wie läuft deine Reise, Mario? Also ich spamme mich erst zu. Ist ja immer noch aufregend. Mir fiel noch etwas ein, was ich dir schreiben wollte. Gumbrina unterstützt dich ja mit großer Begeisterung wunderbar. Ich bin mir sicher, dass du im Laufe deiner Reise und Abenteuer noch weitere Mitstreiter um dich versammeln wirst. Dann wird es für dich hilfreich sein, schnell einfach den Mitstreiter an deiner Seite austauschen zu können. Also pass auf, halte L gedrückt, um Team Ring einzublenden. Um den Teamring einzublenden. Nehmen wir einmal an, du steckst in der Klemme und weichst nicht mal weiter. Dann nur keine Panik, atme tief durch, wechsel Mitstreiter und probiere etwas herum. Vielleicht kommt dann ja ein Geistesblitz und es geht voran. Noch ein Tipp. Wahrscheinlich öffnest du das Menü immer, indem du Minus oder Plus drückst, richtig? Dann solltest du wissen, dass du mit den Pfeiltasten oben, unten, links, rechts direkt zu bestimmten Bereichen im Menü springen kannst. Okay, das ist cool. Oben ist Tasse, links Team, rechts Orden, unten zu nahe. Praktisch, nicht wahr? Merk dir das, dann kannst du wertvolles Heilsbar. Pass gut auf das Außen, viel Glück. Inzwischen sind so Informationen, da kann ich mir eh nicht mal alles merken. So, ich würde ganz gerne einfach mal hier reingehen. Und hier gab es nämlich irgendwo doch diesen einen Sternenteil. Ich hab den hier hinten nämlich gesehen. Genau, den würde ich mir einfach ganz gerne mal holen. Wenn das hier rumliegt. Sehr schön, damit haben wir wieder einen Sternsplitter erhalten. Die sind nämlich sau wichtig, dass man die einfach sammelt am Ende des Tages.
So. Dann gehen wir hier mal wieder rein. Kommen wir oben raus. Und den Koopa lassen wir einfach, den Gumpa lassen wir auch mal Gumpa sein. Weil hier mit denen nämlich gerade nichts tun. Auch mit ihm ungern. Aber es will ganz gern hier in die Röhre. Die geht weiter in die Röhre rein. Aber okay, dann machen wir es halt den Kampf. Oh nein, die haben Items. Das passt mir nicht. Da fliehen wir aber gleich mal ganz schnell. Ah, okay, hier kann man auch Restleist quasi austauschen. Das ist schon mal gut zu wissen. Wenn ich keinen Bock auf Koopa habe, kann ich den wieder gegen das andere Ding eintauschen. So, ich werde aber eigentlich hier rein. Digga, what the fuck? Ich wollte in die Röhre rein. Was soll der Scheiß? Oh, komm, die können nicht mal. Ehrlich, jetzt das nervt mich. Ich wollte doch einfach nur in die Röhre rein. Digga, ich will jetzt nicht gegen euch kämpfen. Reilt das doch mal. Das nervt mich jetzt. Gut, das geht wenigstens schnell. Die, Herrgott. Wir tauschen uns aber mal geschwind. Ich will mit ihm anfangen. Okay. Das muss man üben. Bis es da wirklich für mich in irgendeiner Form relevant wird. Gut, das haben wir geblockt. Und ihr müsst das nochmal. Ah, jetzt bin ich wieder kurz drüber. So ein Müll. Ist ja geil. Dann gib Mario den Rest. Und das Ding ist auch weg. Sehr schön. Das haben wir noch gut gemacht. Und wir haben Sternpunkte bekommen. Das ist doch sehr, sehr schön. So. Ich hoffe, dass wir überhaupt noch richtig laufen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, ich bin ganz guter Dinge. Denn jawohl, hier haben wir nämlich das Sonne- und Mond-Symbol gesehen. Ich habe es genau andersrum gezeigt, wie gesagt. Heißt, hier werden wir dann wohl unsere heiligen Schlüssel einlösen können. Und das, die Leute, machen wir im nächsten Part von Let's Play Paper Mario. Bis dann sage ich danke fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao!